Guten Abend, meine Lieben. Ich nehme euch nochmal mit hier in Cala Melor, in der Fußgängerzone. Ich zeige das mir nochmal. Ja, morgen sind wir letzten Tag da. Da mache ich nochmal so ein kleines ausführliches Video aus dem Hotel. Von dem Hotel. Ja, eine Bullet. Also man merkt schon, dass es sehr voll geworden ist hier wieder. Du riechst schon so, aber riechst schon so, aber riech mal richtig so nach. Hallo, meine Kanone! Ich hab die falsch markiert, aber meine Kanone. Der hinten, der, ne? Ja, der Schulland ist ja ganz hinten am Ende. Wo du letztes Jahr drin warst, ne? Genau. Nicht ich, die Stefanie. Ja, wir machen wieder Sommer-Schlussverkauf. Ja, Sommer-Schlussverkauf. Der Sommer hat noch nicht mal richtig angefangen. Ja, gute Frage. Ja, das Musik wird schon voll mal rausgetragen. Ja, 17 Euro gekostet. Aber wirklich, kannst du wirklich gar nichts riechen? Nee, komisch, ne? Was machen die denn da? Komisch, ne? Robin, ist ein bisschen gruselig, ne? Ich krieg von hier. Schau mal, guck nie wieder. Basketball, ich hab dazu gelernt. Musst du bei dir auch gut machen. Ja, deswegen sag ich doch ganz, das schmeckt gut. Hast du gesagt? Weil ich nichts schmecke. Wenn du nichts schmeckst, schmeckst du ja nichts, ne? Aber. Schade, dass du mich nicht. Dieses Paco Rabanne habe ich, ja. Riecht das nicht. Ey, schmeckst du? Das Million, riechst du das nicht? Nee, das riecht gar nicht. Boah, riecht super, ey. Schmeckst du? Ich riech da, mein Arm ist von hier. Ja, so schnell sind 11 Tage wieder um. Morgen machen wir den letzten Tag. Am Donnerstag reisen wir ab. Den Donnerstag zähle ich schon gar nicht mehr dazu. Aber wir sind froh, dass wir reibungslos hier hinfliegen konnten. Und auch reibungslos wieder zurückfliegen können. Andere haben leider nicht das Glück. Ich habe ja schon gehört von größeren Flughäfen, dass das da Probleme gegeben hat. Das ist natürlich schade für die Leute. Ne? Ich bin froh, dass man mal so einen Jahresurlaub kommt und dann ist da so ein Theater am Flughafen. Da gibt es auch Fortnite. Papa, lass mir Fortnite-T-Shirt zeigen. Dein Fortnite-T-Shirt? Nee, nicht jetzt. Ich mach gerade ein Video. Ja, deswegen möchte ich mich am besten beeilen, dass wir da hinten ankommen. Ja, Papa. Weil mein Fortnite-T-Shirt jetzt so gut ist, voll. Bellissimo. Nein, darf man nicht. Darf man nicht. Ja, Freunde, eine kleine Empfehlung kann ich euch raushauen. In Cala Melor. Das Gamer, ne? Wenn man lecker essen gehen will. Hier gehe ich eigentlich jedes Jahr mal essen. Super, super Preise und schmeckt. So, wollte ich eigentlich nicht machen, so Empfehlung, aber habe ich jetzt mal gemacht. Robin, da vorne kommt der große Schuhladen, da könnt ihr euch schön aussuchen. Ja. Das ist nicht der Schuhladen. Der ist noch weiter. Und Leute, da vorne noch eine kleine Zuckerhalle. Ja, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen beeilen.
dass die gleich zu haben. Weil guck mal, die schließen schon. Ja, für E-Scooter hier, die fahren mit zu zweit, ohne Kennzeichen, voll egal. Dein Lippenstift ist schön, ja. Warum ist das schön? Das ist so und dann auch Alter, ich hab Mama. Mann, da können wir ja wieder die kleinen Autos fahren gehen. Wenn die Schuhe gucken, die Mädels, dann können wir wieder die kleinen Autos fahren gehen. Wie letztes Jahr. Weißt du noch, wo man so einen Euro reinschmeißt? Ach so. Ja, ja, haben wir so einen Euro reingeschmissen in die kleinen Dinger. Da haben wir doch da die ganze Zeit da reingefahren. Aussteigen, Jan. Selina. Hast du auch Wasser mit dir? Nein. Ja, ich glaube. Davon war nicht die Rede, ich weiß nur von Eistee. Du hast jetzt nur ein Boden gekauft, oder? Die haben nicht gesagt. Haben die nicht. Aber wenn ihr gleich im Schuhladen seid, holen wir was. Hallo. Hallo, Mann. Thank you. Oh, das riecht so stark jetzt. Oh, das riecht so nach Schattig hier. Der hat einer was angezündet, ne? Ach, Juan! Emma, ich hab die Zigarre vergessen. Ja, ne? Musik mit drauf, schon ist das Video versaut. Kriegst wieder Urheberrechtsbeschwerde. Egal. Das ist so zum Kotzen, wenn ihr drauf aufpasst, ne? Was willst du machen? Was soll ich jetzt damit? Pack das doch beim Juan unten im Kinderwagen. Die nächste Musik ist eh versaut, von daher filmen wir weiter. Egal. Hauptsache die Leute hier, meine Abonnenten, haben mal zu gucken. Freuen wir, wenn die Hunde reinschreiben. Die sind echt in Ordnung, meine Jungs und Mädels. Ehrlich, die schreiben mal super schön. Ja, hör mal, wenn wir schon dabei sind, Grüße gehen raus an die Kölner, ne? Der schreibt immer ganz nett. Ey, wo war das so hier? Stefanie, da muss man irgendwo hier sein. Mama! Nein!
Selina! Ich möchte bei den Haaren wachsen, wie das eine, was der Mann da macht, siehst du? Siehst du da? Grüß mal. Grüß mal. Baby. Du willst keinen grüßen? Nein? Ich will nur einen Gruß. Ja, hau raus. Ich will, dass ihr den Like- und Abonnier-Button verprügelt. Super. Ja komm, lass mal die zu. Check mal ab. Los, lauf mal. Hast du gefunden? Ja, wo bleibt denn meine Mannschaft hier wieder? Da sind sie. Der BS oder wie heißt? Kaffeedose, ne? Mit seiner 80er Kaffeedose, ne? Jetzt haben wir eine Nähmaschine. Auf dann nennen wir die, ne? Ja, ja. Junge. Das ist ein Hofmanns, ne? 25er. Ja, 25 oder 50er, ne? Meistens 25. Ja. Wir haben es geschafft, der Laden ist hier. Ja, meine Lieben, jetzt geht das Shoppen los. Die Frauen wollen Schuhe. Dann kriegen sie Schuhe. So ist das nun mal. Wir sind im Urlaub. Ich kurbel gleich noch ein Video von der Promenade auf dem Rückweg. Und sagen wir bis gleich.